Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen mal wieder. Heute fahren wir zu GMC. Wir haben 2 Pros da und 5 Amateure von uns. Wie viele schon mitbekommen haben, es war ein bisschen steinig. Mirko Thomas ist ausgefallen. Nick Amann, der da hinten sitzt, ist eingesprungen gestern. Fahrrad hatte keinen Gegner. Unser Hamza Cemal 2.0 hat aber einen Gegner bekommen vom Spitfire gegen den Tschetschenen. Mal sehen, was abgehen wird. Lukas hier, der komplett hier dehydriert ist. Kämpft gegen den ungeschlagenen Berkan, bla bla bla. 5-0 gegen 4-0. Die Youngstars und unser Heavyweight Florent Iseli, der da hinten fresh gestylt ist, als ob er bei Vegas kämpfen würde, kämpft heute Morgen gegen den Holländer Mohamed Diar. Ich bin hyped, 5 Jungs sind drinne. Die haben mich schon gut genervt. Wir fahren los. Einfach Smash in allen Hinsichten. Wir klatschen den, dann werfen wir den, dann klatschen wir wieder. Besten Veranstalter Deutschlands. Da ist er doch. Der beste Manager Deutschlands. For example, like 76, 77 maximum kg, you know? Was geht ab, Leute? Das ist Muslim aus dem Spitfire. Der hat für uns in Zusammenarbeit mit Spitfire 2 Kämpfe, gell? 2 gemacht bei Ares. Ein brutalen Knockout gelandet und dazu einen richtig krassen Kampf gegen Leonardo Damiani. Ich bin auf jeden Fall bereit, habe gut trainiert und ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut für den Kampf. Hättest du damit gerechnet, dass die Leute mehr von dir sehen wollen? So viel hätte ich nicht gedacht. Ich dachte ein bisschen, aber es war jetzt, also hat mich auch ein bisschen überrascht auf jeden Fall. Lukas, auf der Herfahrt hast du ja schon sehr angeschlagen ausgesehen. Also dir ging es gefühlt gar nicht so gut. Ja. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich musste ein bisschen Gewicht machen. Ich habe von 83 Kilo angefangen und wurde dann auf 73 eingewogen. Heißt 10 Kilo insgesamt. Ich habe dann die letzte Nacht ungefähr 4 Kilo gemacht. Kein Koppenrad und Wiesekuchen gegessen? Ja, kein Kuchen dieses Mal. Morgen nach dem Kampf. Morgen nach dem Kampf. Abgerechnet wird nach dem Kampf. Ja. Sehr gut. Erzähl mal so ein bisschen, warum ist das so kräftezerreißend, das Ganze? Was macht das mit dem Körper? Für die Leute da draußen, die nicht wissen, was da abgeht. Man muss sich vorstellen, man trinkt halt sehr, sehr viel. Man fängt an, viel zu trinken und lässt es dann weg, damit dein Körper das Wasser ausspült. Und dann noch dazu schwitzt du extra aus und trinkst danach nichts mehr, um das Gewicht quasi nicht mehr in dir drin zu haben. Und dann, wie als wärst du einfach richtig krank, fühlt sich das an. Als wärst du nur im Bett oder würdest am liebsten nur im Bett liegen, so fühlt sich das an. Hast halt Kopfschmerzen, dir schwindelig, schlecht. Gehen wir mal zum Thema mentale Stärke. Wie trainierst du das? Wie fokussierst du dich, dass du dann dementsprechend performen kannst? Mentale Stärke ist für mich alles. Meine Mentalität kommt aus den tadschikischen Bergen. Ich bin bereit, meine Hand zu verlieren, um den Sieg zu holen. So meine ich das. Ja? Also meine Mentalität ist zu stark, um jede Sache, was ich mir im Kopf durchsetze, es einfach durchziehen kann. Wenn ich mir zum Beispiel als Ziel setze, ich mache dieses Gewicht, dann werde ich es auch machen. Es gibt kein, ich werde es nicht schaffen oder jammern oder sonst was. Ich habe gesagt und ich werde es machen. Erzähl mal, mein Lieber, was gibt dir MMA in deinem Leben? Boah, das ist eine sehr breit gefächerte Frage, würde ich sagen. Ruhe, Kraft fürs Privatleben und auch den Ausgleich zu dem, was, ich sag mal, um es grob zu widerfahren, also übergehen sozusagen, das, was mir so als Kind widerfahren ist und generell im Leben. So eine Art Ausgleich, auch so ein bisschen Therapie, würde ich sagen. Aber in erster Linie auch irgendwo das Mann sein. Du bist ja jetzt, wie groß bist du? Du bist ja 1,90? Also der eine sagt 1,90, der andere sagt 1,91. Ich sag mal, 1,90 ist schon realistisch. Ja. So. 1,90. Bei der Größe hat man ja auch viel mehr Körpermasse. Das bedeutet auch, man braucht auch viel mehr Sauerstoff. Ja. Wie steht's denn bei dir um deine Kondition? Grundsätzlich bin ich schon immer dafür, dass ich so ein Brocken bin, eigentlich konditionell ziemlich gut aufgestellt. Also ist mir auch bei der Arbeit immer aufgefallen, dass halt auch viele Ärzte teilweise schockiert sind über meine, ich sag mal, Werte und das, was ich so bieten kann. Macht ihr dann bei dem Bund quasi auch sowas wie einen Laktattest oder sowas? Wie die immer wieder mal, ja, so ähnlich. Aber rein EKG-mäßig und also Ruhepuls durchschnittlich 45, 50 und sowas. Also das ist schon, und ich sag mal, für das Gewicht okay. Aber das ist halt nicht zu vermeiden, dass man gerne mal absackt, weil es einfach, wie du schon sagst, wir haben jetzt beide 120 Kilo auf der Waage.
Und die musst du auch mal befördern als Mensch. Und das ist halt schon eine Hausnummer. Du bist ja kurzfristig eingesprungen für Mirko. Mirko hat sich, glaube ich, einen Bauchmuskelfaserriss zugezogen, wie ich in seiner Story gesehen habe. Direkt ins kalte Wasser. Warum hast du direkt zugesagt? Und erzähl mal so ein bisschen. Also, ich bin sowieso jeden Tag im Training. Ich bin immer fit und hatte eh vor, jetzt MMA demnächst zu kämpfen. Deswegen, das hat eigentlich gut gepasst, direkt auf der Profigala. Und ich habe ja genug Erfahrung schon mit den ganzen der vorherigen Kämpfen. Und ja, deswegen scheue ich mich davon nicht und bin bereit auf jeden Fall. Also straight rein. Du bist ja auch von Arena Aschaffenburg, ne? Ganz genau, bist jetzt auch beim Aber bei Passion. Wenn du jetzt so das Training von Aber auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würdest, was würdest du ihm geben und warum? Ja, ich würde ihm auf jeden Fall eine gute 8 bis 9 geben. Das Training ist top, also was die MMA-Techniken alles angeht. Das Striking nochmal ist halt wieder was anderes als beim Kickboxen jetzt zum Beispiel. Ja, das ist top. So, jetzt ist das Face-Off und die Wayans. Wir haben ein Problem. Fast keiner hat Kampfschutz dabei. Und natürlich ist Alex mal wieder am Start. Du läufst mir hier eigentlich einen Weg rum, Mann. Machen wir Wasen einfach und die ganze Zeit Kraftkings. Wenn ihr Champion seid, ohne Spaß. Aber immer noch so seid wie der, dann ist gut. Und nicht diese Höhenflug, der kommt hier rein. Weißt du, was ich meine? Ja, wie geht's denn? Immer Männer, wann seid ihr fit für heute? Auf jeden Fall, absolut. Wie soll es anders sein? Sehr gut. Das kann schon sein. Ihr habt auf jeden Fall Airbnb auseinandergenommen, wie ich hier sehe. Eins von Tote. Komm, sag, was ist mit dir? Ich schwör! Mir geht's gar nicht gut, aber. Das kann vielleicht. Als erstes vom BA kämpfen, danach ist eine kurze Pause, dann kämpft unser Ferhat von Passion, danach Dennis Schaller von Passion, dann Danny Basnakai von BA und dann Nick Amann von Passion, Florian Iseni von Passion. Einen Kampf haben wir Pause und dann kommt unser Lukas Kraus von Passion und direkt danach Leon Jansen von BA. Sehr gut, Bruder. Ein Sieg fühle ich mich am besten, ja. Ich schwöre, Niederlage ist immer schlecht. Wie gut hast du mich gehört?
Bruder, diesmal habe ich dich sehr gut verstanden, weil Zuschauer wenig da waren. Ich möchte nicht mehr wie ein Lauch aussehen, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, ich möchte natürlich, ne, die Schläge, die sollen Bums haben, wenn einer getroffen wird, der soll direkt gleich fliegen. Daher möchte ich auch natürlich diese massive Körper und massive Schläge und ich mag diese groß. Bei mir, der Kopf ist dick und der Körper muss auch dick sein. Was kommt, du hast auf alles eine Antwort, okay? Egal was kommt, wir haben alles gemacht, er kann nichts machen, was du nicht kennst, Bruder. Er macht lange Hände, die ficken wir. Er ist dünn, die Bomben sind in deinem Bein. Du willst immer, dass er in deine linke läuft, okay? Du läufst immer da lang, immer, du läufst nicht da lang. Und du arbeitest, okay? Bring ihn, press ihn immer zum Cage. Du willst die ganze Zeit ekelhaft pressen, okay? Wenn du ihn einmal am Cage hast, kannst du ein bisschen härter hauen. Wenn ich diagonal steige, machst du deine Diagonal und zwar richtig, okay? Also, wenn ich diagonal, ich bin hinten, bam, direkt bam, 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 drei Stück. Wie immer. Und die Hände sind oben. Okay. Egal, was jetzt passiert, du gibst 100%. Egal wie, 100% geben, Ferran. Du gibst dir jetzt alles, was du kannst. Alles, was du kannst. Alles, all die Jahre ringen. Alles. Du boxst mit ihm, okay? Sobald du merkst, irgendwas, wir ringen. Und dann kontrollieren wir ihn. Erstmal schön halten, okay? Du schaffst es. Wir nehmen dich nicht komplett auseinander. Zeig ihm, dass du ganz andere Level bist. Jetzt musst du richtig boxen, hart boxen und richtig ringen. Okay. Jetzt kannst du alles machen, okay? Ja. Jetzt musst du Spaß haben. Ja. Drück mal hin! Du weißt, wie es geht! Komm, Hände zu! Mach deine Hände zu! Immer! Alles ist gut, Ferhat! Ferhat, Hände hoch! Ja, ja, ja! 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 Oh! Weiter, hau! Hau! Ja! Ja! Ey, dieser Apak hat ja dreimal gut getroffen. Der gut Deutsch? Der kann sehr gut Deutsch, Mann. Der ist hier geboren. In der ersten Runde durch Knockout! Ich bedanke mich bei meinem Trainer, bei meinem Management, Adrian, und ich bedanke mich bei meinem Trainingspartner, dass sie mir so sehr geholfen haben bei der Vorbereitung. Und ich bedanke mich auch bei meiner Familie, die noch hinter mir steht. Dankeschön. Sehr gut, das ist dein Ding. Hände hoch, beweg deinen Kopf. Sehr schön, Dennis. Zum Cage, Dennis. Hinten rutschen, komm. Rutsch nach hinten. Lass ihn nicht die Guard passen. Lass die Beine zu. Schau, Dennis, schau! Dennis, du musst aufstehen! Beine dürfen! Und geh weg! Drück ihn weg! Drück ihn weg! Nein, nein, nein! Drück ihn weg! Verdammt! Ja, Leute, wir haben bis jetzt zwei Siege geholt, eine Niederlage. Der Dennis hat nicht so richtig in den Kampf gefunden, glaube ich. Und ein bisschen überrannt kann möglich sein. Sein erster MMA-Kampf gewesen. Aber ist nicht schlimm. Wir haben jetzt eine Zwischenpause sozusagen. Ich muss Nick und Florian schön warm machen. Dann ist einer und dann direkt unter Lukas Klaus. Ja, it is what it is. Zwei Finishes in der ersten bis jetzt, ein Loss in der ersten. Hoffentlich köpfen wir jetzt an die Sieger. Mach sein, mach sein, mach sein, mach sein. Ja, genau das. Ja, Junge. Ey, und noch eine, komm. Ey, sehr schön. Jab, Calf Kick, komm. Ey, Haken gerade, komm. Haken gerade, komm. Ey, beweg dich. Das ist explosiv, alles explosiv. Ey, du fickst direkt sein Bein. Direkt. Ey, das wird direkt jetzt eingeballert. Und ballerst den weg. Gib mir nicht dazu, du ballerst den richtig weg. Das ist Scott Joe Prene. Direkt als erster. Du gibst direkt Handshake und direkt dumm. Und deine Hände sind oben. Egal was ist, deine Hände sind oben. Dumm. Jab zum Körper. Nur einmal. Also Kopf, Körper und dann wieder Körper und oben rein. Wenn er shootet, spreadst du aus und bist wieder weg. Und machst dein Tempo, fährst du weiter. Denk an die Fakes. Bombardier sein Bein. Fake einmal und dann oben. Arbeite mit Kopf. Lass die Hände oben, lass die Hände oben. Pass auf das Bein auf. Komm, 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 komm. Schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn, schlag! Du hast 10 Sekunden, schlag ihn! Stell ihn und dann pumpst du ihn zu. Letzte 3 Minuten. Jetzt musst du Gas geben. Jetzt gehst du rein, all in. Jetzt musst du ihn ausmachen. Wir müssen jetzt finishen. Wir sind nicht zu Hause. Also finish ihn. Ey, Hinterkopf, ey. Tief, hol ihn runter, hol ihn runter! Sehr schön. Rücken zur Matte. Rücken zur Matte. Ah, der ist gut. Komm, komm, Nick, 10 Sekunden, dreh dich! Komm auf die Knie! Dreh dich! Wach sein! Wach sein! Und so ist mein Botschaftsdeal. Den Haus lockst du aus. Du gehst rein und gehst direkt nach vorne. Auf, komm, du! Auf!
Nicht, nein, drehen. Im Stand kann er nichts mit dir machen. Komm da raus jetzt. Komm wieder den Underhook. Alles gut. Bizepskontrolle und dann Underhook. Hüfte raus und dreh dich mit der rechten Schulter raus. Schlag, schlag, schlag. Knie. Ja. Schön. Alles gut. Komm zum Cage. Chasko. Ja. Dein Ding. Ja. 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 Mach zu. Mach zu. Mach zu, mach zu. Dreh dich zur Seite. Dreh dich. Ja, 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 ja. Drück, drück, zieh seinen Kopf runter. Zieh, zieh, zieh. Ja. Ah, der Mann. Ah. Komm, komm mal her. Du warst sehr gut. Geil. Sehr schön. Ich mit aber bisher nicht das machen. Das ist ja als meine Gesundheitstrainer. Gut, wo holst du die Leute her? Ich produziere die. Hat mir sehr gut gefallen. Ich will auf jeden Fall Florian die Serie. Wir holen vielleicht noch aber kurz dazu. Trainer, Manager. Dankeschön, dankeschön. Was ist da los? Was ist das für eine Monsterfabrik, die ihr da aufbaut? Einer nach dem anderen rasiert hier. Was ist da los? Was ist da im Wasser bei euch? Sag mal so, wir haben unser Gym seit einem Jahr. Viele wissen, ich bin Striker. Ja. Wir hatten nicht so die besten Grappler bei uns, aber wir haben mit Justin Boone einen Top Brown Belt, einen wirklich sehr, sehr starken Grappler, der jetzt das Grappling auch bei uns übernimmt. Das Ring mache ich, das Striking mache ich. Ich glaube, defensiv ringen können wir, habt ihr gesehen. Und Grappling können wir auch. Sagen wir mal so, gibt uns 2 Jahre und dann sieht uns noch viel mehr. Das war schön, du. Das war sexy. Geil, wie du bist. Also wirklich sehr happy. War ein doch harter Kampf. Ich kann jetzt anfangen zu heulen. Jetzt ist alles vorbei. Ich habe keine Vorbereitung gehabt. Ich habe mit der Gehirnerschütterung zu kämpfen gehabt. Die hat mich sehr aus dem Leben gerissen, so ein bisschen. War beim ersten Kampf leider passiert. Und ohne die Auskurierung hat es halt ein bisschen nachgeholfen. Das Bein war kaputt. Von daher eigentlich ein Fitnesstraining gemacht. Die Nervosität war sehr krass, aber es war gut gelaufen. Also er wollte mich auf den Boden holen, hat er auch geschafft. Ich wollte erst mit so einem Hüfttritt quasi weg. Hab gemerkt, der Druck ist da, das Pressure ist da. Hab einfach sofort angesetzt zum Triangle. Er hat zu viel Gewicht drauf verlagert, hat nicht mehr rausbekommen. Und da war er drin. Saskia. Der Körper hat eingeschlossen, der Rücken sieht man gleich. Mach mal ein Bild von euch beiden. Dann. 1, 2 Blockhaken, komm! Ey. Block erstmal richtig, komm! Sehr schön. Voll hingegangen, oder? Zeig warum, zeig warum! Ja, schlag, schlag, schlag! Ja! Und die Wade ist kaputt, die Wade ist nicht so weh. Und jetzt musst du oben unten antäuschen. Antäuschen. Haftest oben unten, okay? Aber vorbereiten. Vorbereiten, alles klar? Vorbereiten. Schlagen, oben unten. Kopfkörper, Kopfkörper. Und pressen, 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 pressen. Auf, Junge. Sehr schön. Hände hoch, Hände hoch. Mehr jappen. Kopfkörper, Kopfkörper. Und nochmal dasselbe. Haken gerade, jetzt. Go! Und jetzt. Jetzt. 60 Sekunden. Guck mal. Du musst ihn pressen, okay? Aber, ja. Dieser Frontkick ist schon mal Kickhack, was heißt? Weiß. Ist nicht schlimm, der ist nichts kaputt. Hör mir zu, guck mich an. Das ist die letzte Runde und du holst ihn dir jetzt. Ich kann nicht mehr. Warte, ich kann nicht mehr zum Körper gehen. Ich hab so Angst mit dem Frontkick. Ey, du Angst? Kann nicht mehr. Er kann nicht mehr. Ich steh. Ja, steh mal auf. Du gehst rein und presst ihn mit deinem Kopf. Bewegst du aber. Lass ihn dann nicht stehen. Deswegen kommt der Aber er nimmt deine Schläge nicht. Ich weiß, deswegen gehst du da jetzt rein. Ja, los jetzt, letzte Runde, Vollgas. Wie sehr willst du ungeschlagen bleiben? Wie sehr? Hau, Lukas, hau! Hau! Ja! Kommando! Hendo! Auf! Hendo, take down! Schulter! Hosenbein! Schulter! Schulter! Alles gut, steh auf, steh auf. Alles gut, steh auf. Bleib stabil. Bleib stabil. Ich mach jetzt Vorkick in der ersten. Der zweite Atem. Ey, atmen, Nase ein, außer. Nach oben gucken. Das geht durch. Nein, das ist alles gut. Nase ein, Mund aus. Er hat auch keine Verletzung, aber er muss atmen, sonst kommt er. Nase ein, Mund aus. Nase ein, Mund aus, komm. Bleib jetzt stabil, bleib jetzt stabil. Nase ein, Mund aus, bleib stabil. Bleib stabil. Nase ein. Ja, leise, rede nicht. Nase ein, Mund aus. Alles gut. Alles gut, ich weiß. Komm, bleib stabil, okay? Alles gut, ist nicht schlimm. Okay, habt ihr? Nase ein, Mund aus, komm. Ja, wir haben ihn, komm. Komm, geh dahin, Zigarre. Komm, Nase ein und aus, komm. Gut, die Zigarre mal wie ein Mann, komm. Wir sind mal hoch in der dritten Runde. Nach einer Kampfzeit von 1 Minute 29. Der Sieger, der war aus der Schmiede, der andere Mann. Ich hab gesagt, scheiß drauf, beißen wir rein. Stefan Bauer!
Ausklang ging der scheiß Kampf noch. Der Kampf ging bis zur dritten Runde. Da ja, aber wie lange hätte es doch gedauert? 40 Sekunden, 30 Sekunden. Eineinhalb. Kämpft wie ein Krieger, oder? Wie ein Löwe, du hast sehr gut gekämpft. Du hast ihn auch gut getroffen. Du hast ihn sehr gut getroffen. Das ist scheißegal. Es ist nicht schlimm, bist du blöd oder was? Es ist nicht schlimm. Weiter geht's. Und sowas macht dich stärker, Junge. Ey, Junge, warum gehst du? Erzähl. Denk nicht nach. Chill einfach. Lass dich unten raus, alles gut. Also Leute, fünf Jungs haben von unserem Passion gekämpft. Den ersten Kampf hat Ferhat Parkis gemacht, hat den Kampf richtig krass in der ersten Runde durch K.O. gewonnen. Es war wie so ein Double Knockdown. Beide sind runtergegangen, Ferhat steht auf, schiebt eine miese Hammerfist der Hölle aus der Hölle, hat das Ding zugemacht. Dennis Schaller hat den zweiten Kampf gemacht, Ferhat hat den Kampf verloren. Wurde ein bisschen überrannt vom Ringen her, hat boxerisch sehr gut gesetzt, sehr gut Aktionen gesetzt. Er hat so ein Problem, er lässt sich gerne schlagen, bis der Gegner müde ist und geht dann raus. Und ich habe ihm oft gesagt, ich weiß, Schläge jucken dich nicht, aber ey, den Referee juckt's. Ja, da haben wir den Kampf so verloren. Haben dann den Kampf von Nick Amann gehabt gegen den starken Ringer. Nick Amann ist ein super Kickboxer. Hat den Kampf leider nach drei Runden durch Punkte verloren. Wir haben im Striking 100%ig dem Gegner viel mehr Schaden gesetzt. Haben aber den Kampf leider durch Ringerische verloren. Anschließend kam unser Heavyweight. Florent Iseni steht jetzt 1-1, hat einen brutalen Kampf hingeliefert, hat super Takedown-Defense gezeigt, hat den Gegner direkt in den ersten 10 Sekunden mit zwei Bomben getroffen. Der Gegner wollte shooten, hat Florent nicht auf den Boden bekommen. Florent hat gut verteidigt, hat dann Florent hat einen Krieg gemacht, ist runtergefallen. Hier sehen wir nochmal die Szene. Der Gegner kam in die Guard. Florent zeigt, dass wir auch grappeln können, macht das Ding zu durch Triangle in der ersten Runde. Tada. Einer der wichtigsten Kämpfe, unser Main Event, Lukas Kraus, 4-0 als Amateur gegen den ungeschlagenen 5-0er Türken aus dem Fight Club Gelsenkirchen, wo wir hier sind. Kam nicht so richtig in den Kampf rein, der Gegner sehr unkonventionell, super gearbeitet mit komischen Frontkicks, komischen Schlägen. Hat funktioniert, musste ich gut aussehen. Hat den Lukas leider in der dritten Runde durch TKO besiegt. Besser jetzt wie später. Lukas hat seine erste Niederlage als 17-Jähriger. Ich meine, shit happens, fuck off. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich würde sagen, Leute, ganz wichtig, nicht vergessen. Liken, teilen, kommentieren und ganz, ganz, ganz wichtig, Glocke aktivieren und abonnieren. Ich bin raus. 3, 2, 1, ha!